Diese 5 Sachen hätte ich gerne vorher gewusst, bevor ich meinen ID3 gekauft habe. Aber das Gute ist, ich kann sie ja jetzt euch erzählen. Vorweg, ich liebe meinen ID3. Es gibt quasi kein besseres Auto für mich und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem kleinen Elektroauto hier. Ich hätte aber gerne gewusst, zum Beispiel, dass man beim Laden des ID3s keine Entertainment-Funktionen hat. Beim Tesla ist es ja gang und gäbe, dass man da zum Beispiel nebenbei zocken kann oder auch Filme schauen kann, während das Auto lädt. Das ist beim ID3 nicht so. Hier müsst ihr quasi dann euch irgendwie selber beschäftigen, indem ihr zum Beispiel lest oder was auf dem Steam Deck zockt, das kann ich sehr empfehlen. Oder aber ihr habt einen Hund und könnt dann einfach die Ladezeit nutzen, um mit dem Hund irgendwo Gassi zu gehen. Nummer 2, der Sprachassistent. Der funktioniert überraschend gut, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Eine Sache ist mir aber aufgefallen, und zwar könnt ihr mit dem Sprachassistenten des ID3s nicht die Klimaanlage steuern. Zumindest nur so halb, wenn ihr die richtige Ausstattung dafür habt. Das sagt einem aber keiner. Ich habe hier bei meinem ID3 die kleinste Ausstattung, das heißt, ich habe auch eine Einzonen-Klimaanlage. Sprich, ich kann die Klimaanlage für das gesamte Auto einstellen und nicht nach Zonen unterteilen. Es gibt auch eine höhere Ausstattung, wo ihr dann eben eine Zwei-Zonen-Klimaanlage habt, wo ihr dann eben ja, unterschiedliche Zonen im Auto steuern könnt. Und da könnt ihr dann eben auch mit dem Sprachassistenten die Klimaanlage, die Sitzheizung und so weiter per Sprache steuern. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hätte ich unfassbar gerne vorher gewusst. Dann hätte ich mich vielleicht nochmal umentschieden. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber nur damit ihr Bescheid wisst. CarPlay funktioniert mit dem ID3 auch sehr gut, auch kabellos. Bin ich echt zufrieden damit. Einzige Sache ist, dass Apple Karten weitaus besser funktioniert als Google Maps zum Beispiel mit dem ID3. Hätte ich anfangs auch nicht so gedacht, aber Apple Karten liefert einem einfach mehr Infos zur Navigation, wenn ihr fahrt. Ich habe ja hier vorne hinter dem Lenkrad auch so ein kleines Display, wo man eben ein Navigationswidget drauf hat, wenn man so möchte. Und wenn ihr euch mit Google Maps navigieren lasst, dann habt ihr auf diesem Navigationswidget einfach nichts. Da wird nichts angezeigt. Bei Apple Karten hingegen habt ihr da auf jeden Fall eine Anzeige, wann ihr wo und wie abbiegen müsst. Und natürlich habt ihr diese Anzeige auch, wenn ihr euch mit dem hauseigenen VW-Navi hier navigieren lasst, dann habt ihr auch vorne diesen LED-Streifen, der dann so durchläuft. Ein richtig, richtig cooles Feature am ID3, das ich echt lieben gelernt habe. Es ist ja nicht dramatisch, dass Google Maps damit nicht funktioniert, aber das sollte man vielleicht wissen, wenn man ein Android-Handy hat. Was nutzt ihr denn eigentlich lieber beim Fahren? Google Maps, Apple Karten oder doch das hauseigene Navi? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Die Rekuperation beim Elektroauto ist ja mittlerweile ein echtes Ding. Und das geht auch mit dem ID3. Allerdings habe ich mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Es gibt beim ID3 zwei Modi. Einmal D und einmal B. Die könnt ihr vorne am Lenkrad einstellen. Und dann fahrt ihr im D-Modus. Etwas anders als im B-Modus. Der D-Modus ist so dem Fahrverhalten von einem Verbrenner nachempfunden, kann man fast sagen. Das heißt, ihr rollt einfach weiter, auch wenn ihr den Fuß vom Strompedal nehmt. Im B-Modus ist das Ganze ein bisschen anders. Hier bremst das Auto nämlich selbstständig ab, wenn ihr den Fuß vom Strompedal nehmt. Das Ganze nennt man Rekuperation und soll quasi Strom zurückgewinnen, also zurück in die Batterie führen. Und es geht so in die Richtung One-Pedal-Driving, das heißt, man benutzt quasi nur noch das Strompedal, um sowohl Gas zu geben, als aber auch abzubremsen. Und hier muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass ich dadurch weniger Reichweite habe, als wenn ich im D-Modus fahre. One-Pedal-Driving ist nicht immer die effizienteste Methode, auch wenn es erstmal ja, cool klingt. Rekuperation ist auch immer mit Verlusten verbunden. Es macht halt oftmals viel mehr Sinn, als sich einfach gleiten zu lassen, also rollen zu lassen, weil man so ja auch viel weiter kommt irgendwie, als abzubremsen. Wo man ja auch immer wieder neu anfahren muss und den Strom, den man gerade zurückgewonnen hat, direkt wieder verbraucht. Übrigens werden es auch eure BeifahrerInnen euch danken, wenn ihr im D-Modus fahrt, denn dieser Abbremsmodus im B-Modus ist manchmal ganz schön heftig und einem wird echt schlecht. Wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, ich liebe meinen ID3 und das liegt nicht nur an der Fahrweise und weil die ganzen Assistenzsysteme hier so gut miteinander funktionieren, sondern es liegt auch daran, dass ich mich einfach sehr, sehr wohl hier fühle in dieser Fahrerposition. Und das liegt wiederum daran, dass das Auto so aufgebaut ist, wie es nun mal aufgebaut ist. Man hat das Gefühl, man sitzt in so einem Glashaus, wo man alles im Blick hat. Die Windschutzscheibe alleine ist riesig und dadurch, dass die Motorhaube so sehr, sehr klein ist, ich sehe die von hier aus zum Beispiel gar nicht, hat man das Gefühl, man sitzt wirklich auf der Straße und
hat alles im Blick. Ich bin ja auch schon mal andere Autos gefahren. Und da war es aber immer so, dass ich dachte, ich fahre so ein Schiff irgendwie und ich habe gar nicht so richtigen Überblick, wo hier jetzt was ist. Und der ID.3 ist kompakt, aber doch größer als man denkt. Also wenn man so drin sitzt, ist er größer. Von außen wirkt er aber sehr, sehr klein. Das war's auch schon. Diese 5 Tipps wollte ich euch einmal kurz mitgeben. Falls ihr euch für den ID.3 interessiert, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.